RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Wow, ich fühle mich wie ein Highlander. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Eine Scheide, ein Schwert, ein Mann. Hä? Wie? Eine Scheide? Mord, du hast denselben Film wie ich gesehen. Oder hast du dir etwa doch die Pornoversion reingezogen? Ach Quatsch, Alter, ich meine die Schwertscheide, da wo das Schwert reinkommt. Es kann nur einnehmen. Ich bin McCloud. Mohat McCloud. Ach ja, stimmt ja. Wir haben also doch denselben Film gesehen. Aber ich bezweifle, dass du McCloud bist. Du bist Mohat. Mohat Monsage. Aus Berlin-Mitte. Aber sag mal, du bist dir sicher, dass das hier sicher ist? Wie meinst du das denn wieder? Wir sind hier mitten im Wald, Alter. Was soll denn hier passieren? Ich würde mal sagen, hier sind wir fast genauso sicher, wie als wären wir in Berlin. Okay, das hättest du vorher sagen sollen, Alter. Da hätte ich meine kugelsichere Weste angezogen. Aber mal Spaß beiseite. Wir düsen hier schon 2 Stunden durch die Natur. Du hast einen Stock in der Hand und tust so, als wärst du ein Highlander. Ist das alles, was Schottland so zu bieten hat? Noch lange nicht. Außerdem sind wir gleich da. Laut Landkarte sollte hier gleich so ein typischer altertümlicher Bauernhof sein. Lass mal langsam loslatteln. Ich weiß nicht. Jetzt zieht sich alles zu. Es wird gleich trübe und Nebel gibt's auch schon wie Sau. Ich sehe kaum noch die Hand vor Augen. Apropos sehen. Siehst du den Typen da vorne, der da aus dem Nebel kommt? Ja, ich sehe den. Wow, was für ein Riese. Läuft aber echt komisch. Irgendwie wird's mir nun aber komisch hier. Ich meine, Transsilvanien und die Sache mit den Vampiren war ja schon heftig. Und nun das hier. Jo, das ist heftig. Aber irgendwie kommt der mir bekannt vor. Von seiner Gestalt her und Statur. Es könnte ja oder nee. Mann, das könnte glatt Werner sein. Aber der ist doch in Paris. Den hast du doch gekillt, Mord. Was? Ich hab ihn gekillt? Das war ein Unfall. Ich hab nichts gemacht. Ich bin ein Opfer der modernen Technik, Alter. Aber das könnte echt Werner sein. Moderne Technik? Du nennst einen Flaschenzug moderne Technik? Na klar, Züge sind doch erst Anfang 1900 rumgebaut worden. Ist doch fast moderne, altertümliche Technik. Flaschenzug, nix Eisenbahn, Mord. Du Nuss, der Flaschenzug wurde schon zu Jesus Zeiten erfunden und genutzt. Das ist die älteste Technik der Welt. Fast so wie das Rad. Hey, Werner, du halsloser Sozialritter. Was machst du denn hier? Aha, machst also hier Reiseführer. Und lohnt sich das eigentlich so? Mehr als deine Sozialhilfe? Und du kommst rum. Ja, und was treibt dich hier raus zu uns? Ach so, die vom historischen Bauernhof wussten, dass wir kommen. Na, das ist moderne Übermittlungstechnik. Und dich haben sie also geschickt, damit wir uns nicht verlaufen und ins Moor geraten. Irgendwie ist das, glaub ich, schon zu spät. Ich meine, ich wollte dich eh fragen, warum unsere Socken so nass werden. Stimmt, das ist aber nicht das Einzige, was nass wird, Alter. Werner wird auch immer kleiner. Ich glaube, Werner schrumpft. Stimmt, alter Mord. Werner säuft gleich ab. Hey, wir sollten was tun. Werner steht das Wasser wortwörtlich bis zum Halse. Aber du, Werner, wir helfen dir. Lenny, du hast recht, wir sollten unbedingt was tun. Was? Du spendierst uns eine Runde, wenn wir gesund rauskommen? Geil von dir, Werner. Echt coole Idee, Werner. Also wir machen uns mal los. Ich meine, wir stehen hier scheinbar noch auf festem Boden. Wir sehen uns dann gleich in der Kneipe. Mann, ich frag mich nur, wie der aus dem Sumpf rauskommen will. Aber egal, wir sind gleich in der Kneipe. Und schließlich schuldet der uns ja auch noch ein Bier. Mensch, der Werner, das ist ein feiner Typ. Der will uns was ausgeben. Echt geil. Ganz genau.